Ja, meine lieben Freunde, hier oben am wunderschön angelegten Naturschwimmbecken in Galda nutzen wir die Gelegenheit für eine kleine Fazitrunde. Das waren 12 Episoden unserer Behind-the-Scenes-Reihe anlässlich des Wegs der Wanderung, der Langstreckenwanderung auf dem Camino de Santiago de Gran Canaria. Unglaublich, was wir in den 6 Tagen alles erlebt haben. Zwischen dem Augenblick, als wir hier in Maspalomas am Faro de Maspalomas diesen kleinen Flachmann gefüllt haben mit Wasser aus dem Atlantik im Süden der kanarischen Insel Gran Canaria. Dann ging es nicht nur mit diesem kleinen Flachmann, sondern jeweils mit 15 Kilogramm Gepäck auf eine unglaubliche Reise. Diese Reise sollte uns insgesamt 109,05 Kilometer über Gran Canaria führen. Es waren harte Meter, die wir teilweise der Insel abtrotzen mussten. Sage und schreibe 6640 Höhenmeter galt es zu absolvieren, bis wir hier am Naturschwimmbecken in Galda angekommen sind. Und hier geben wir dieses Wasser dem Atlantik zurück. Ihr wart auf der ganzen Reise mit dabei. 12 Episoden, die wir euch unten in der Videobeschreibung verlinken werden. Aber die ausführlichen Videos kommen auch noch, denn es gab so viel zu sehen, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen und zu spüren. Das möchten wir euch nicht vorenthalten. In diesem Sinne bleibt uns nur eins übrig. Danke, dass ihr dabei wart.